Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hatten gerade kurz technische Probleme. Ich fange einfach nochmal an. Ich weiß nicht, ob Sie meine Einleitung gehört haben und ich will Sie unbedingt teilhaben lassen. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Über diese großen Lebensthemen möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Mein Name ist Franziska Kurz und ich heiße Sie herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weltbild liest. Mein heutiger Gast ist Trägerin des Bayerischen Verdienstordens, des Bayerischen Fernsehpreises und Botschafterin des Kulturerbes des Landes Bayern. Ich freue mich sehr auf die große bayerische Volksschauspielerin und Theaterregisseurin Monika Baumgartner. Wir sprechen heute über ihre Biografie. Alles eine Frage der Einstellung, mein Leben zwischen Berg und Tal. Und wie immer bei Weltbild liest, können Sie Monika Baumgartner Fragen stellen. Sie können liken, teilen und kommentieren. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich bin gespannt, was Sie wissen möchten. Themen werden heute unter anderem mit ihr sein: Glauben, Leben, Schauspielerei, Schmerzen und Hoffnung. Ich bin sehr gespannt, was sie mir erzählt und sage deshalb jetzt schon mal: Hallo Monika, liebe Grüße aus München nach München in deinen Laden im Münchner Festend. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Franziska, ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Wir werden in der folgenden Stunde sehr viel über die Schauspielerei und deine verschiedenen Rollen sprechen. Aber eingangs interessiert mich erstmal, du hast einen Laden für Raumausstattung gemeinsam mit deiner Schwester. War das dein Plan B, wenn es mit der Schauspielerei nichts geworden wäre? Nein, nein, das war eigentlich ein Plan B, nachdem es mit meiner Beziehung und mit meiner Heirat und mit meiner anschließenden Entscheidung nichts geworden ist. Also die ist angestanden und ich hatte zuerst ja da alles investiert und meine Schwester und ich, wir haben dann gesagt, ach, was könnten wir denn eigentlich sonst noch machen? Meine Schwester hat in dieser Firma mitgeholfen, die ich mit meinem ersten Mann hatte, eine große Baubühnenfirma. Und dann hat meine Schwester immer schon als Hobby genäht und gepolstert und alles gemacht. Und so ist es entstanden. Da sind wir auch schon 25 Jahre hier im Westend. Und so ist unsere Geschäftsidee entstanden. Meine Schwester ist dann mit Mitte 40 in die Lehre gegangen, hat ihren Gesellen gemacht und musste, um die Meisterschule machen zu können, musste ich sie anstellen. Deswegen haben wir dann das Geschäft gemacht. Ich bin die Inhaberin, das Geschäft gegründet. Hermanas heißt Schwestern auf Spanisch. Und weil wir uns überlegt haben, wie kommen wir zusammen, was können wir für einen tollen Namen für unser Geschäft finden. Und wir saßen in Mallorca im Café und dann fuhr ein LKW vorbei, Los Hermanos. Und haben wir gesagt, du, wie findest du Hermanas? Man spricht ja das H im Spanischen nicht, aber die haben halt dann gesagt, die Leute Hermans oder Hermanas. Und ja, nach über 20 Jahren wissen die Menschen das und wir sind froh, dass wir immer noch Arbeit haben und dass wir hier sein dürfen. Und jetzt haben wir auch geklärt, warum hinter deiner schönen Weihnachtsdeko so viele tolle Stoffmuster sind. Oh ja, genau. Das ist ja, weil ich hier mittendrin in meinem Geschäft sitze, genau. Genau. Sag mal, gibt es eine Filmrolle, für die du stehst, wo du sagst, das ist Monika Baumgartner nur in einem anderen Gewand? Naja, weißt du, das Tolle, Franziska, ist ja, der Beruf des Schauspielers ist ja der gerade die Inkarnation des Verwandelns. Und das ist ja das Wunderbare, deswegen wollte ich das auch als Kind schon werden. Und du kannst in dem Moment, wo du ein anderes Kostüm schlüpfst, eventuell auch sogar ausgestopft bist, eine alte Perücke hast mit alten grauen Haaren oder eine Zopfperücke, je nachdem springst du dann immer in diese Figur rein. Und das Äußere hilft sehr viel. Und je verwandelbarer man sein darf, umso schöner ist natürlich dieser Beruf. Und es ist ja oft so, dass wenn man, ich habe mein Leben lang oder sehr oft Bäuerinnen gespielt, ich will mich nicht beklagen, ich habe sie gern gespielt. Meine Hauptfigur war die Rumpelhanni vor 40 Jahren, die Bäuerin, die ich mir selber sozusagen erkämpft habe, weil ich zum Regisseur gefahren bin und gefragt habe, ob er mich mit dieser Rolle besetzen würde. Die war schon anderweitig besetzt, aber ich habe es dann doch geschafft, dass ich es bekomme. Und wenn ich natürlich zwischendurch eine Herzogin spielen darf oder wie vor 2 Jahren auf der Burg in Kufstein die Kaiserin Maria Theresia gespielt habe mit einem tollen Kleid und einer irrsinnigen Perücke, das sind natürlich wunderbare Erlebnisse und da ist der Beruf ganz besonders toll und da macht es einem auch richtig Spaß, wenn man so eintauchen darf in andere Charaktere und in andere Personen. Auf welche Rolle du am meisten angesprochen wirst, erzählst du uns ja am Anfang deines Buchs. Das Kapitel heißt, glaube ich, jetzt hätte ich sie fast nicht erkannt. Magst du uns mal draus vorlesen? Okay.
so geht es los. Jetzt hätte ich sie beinahe nicht erkannt, ist mein allererstes Kapitel. Das Schwarzgeräucherte hatte ich schon besorgt, jetzt fehlte nur noch der Emmentaler. Ein kleines Stück, wünschte sich meine Mutter. Sie ist 92 und ich kaufe für sie ein und kümmere mich um ihren Haushalt. 100 Gramm bitte, sage ich. Die Verkäuferin nahm den Käse aus der Vitrine, warf mir verstohlene Blicke zu. Ich drehte mich zur Seite, damit sie mich besser studieren konnte. Mögen Sie den Emmentaler? Fragt sie mich. Ja, sage ich. Das war eine durchaus berechtigte Frage. Sie wusste nicht, dass ich für meine Mutter einkaufte. Und dann wollte sie wissen, welche Käsesorten ich noch so wollte. Und auf einmal rief sie, jetzt bin ich sicher. Sie sind es. Ja, freilich, ich bin es, erwiderte ich. Die Rumpelhanni, erhielt ich eine andere Identität als erwartet. Ich habe sie an der Stimme erkannt. Der Film lief am Wochenende im Fernsehen und wissen Sie, dass ich geweint habe? Wie schwer sie Frauen. Aber die Rumpelhanni hat sich nicht unterkriegen lassen. Die war eine Kämpferin. Sie lachte. Und dass ich hier heute einen Emmentaler verkaufe, das hätte ich mir nie träumen lassen. Strahlend reichte sie mir das kleine Päckchen und sagte, Dankeschön, Frau Rumpelhanni. Schmunzelnd schob ich meinen Einkaufswagen ein paar Meter weiter zur Brottheke und rollte dabei ein bisschen in die Vergangenheit, in die Zeit der Rumpelhanni Anfang der 80er Jahre. Die Verfilmung dieses Buches über das Leben einer Dienstmagd zu Beginn des 20. Jahrhunderts markiert meinen Durchbruch als Schauspielerin. 40 Jahre war es her, dass ich die Rumpelhanni gespielt hatte. 40 Jahre. Und meine Stimme war immer noch dieselbe. Wenigstens die ist jung geblieben, lächelte ich in mich hinein. Frau Gruber, erscholl es da von hinten und katapultierte mich in eine Zeitmaschine. Nach 14 Staffeln Bergdoktor weiß ich, dass ich gemeint bin, wenn mich jemand so nennt. Lisbeth Gruber, da stand sie schon vor mir, die ältere Frau im Lodenmantel mit Kopftuch und Einkaufskorb und feuerroten Wangen. Sie streckte die Hand aus. Und wissen Sie, was ich am besten finde? Fragte sie, als wären wir mitten in einem Gespräch unterbrochen worden und redete gleich weiter. Dass die beim Fernsehen so eine Rolle mit einer echten Bäuerin besetzen, anstatt mit einer Schauspielerin, die nur so tut, als ob. Es lag mir auf der Zunge, das Missverständnis aufzuklären, denn eine echte Bäuerin bin ich nicht. Da gehört schon mehr dazu, als im blauen Overall im Kuhstall zu stehen und Traktor zu fahren. Dann begriff ich aber, was für ein wunderschönes Kompliment das war. Meine Darstellung der Mama vom Bergdoktor wurde von dieser Frau als so authentisch empfunden, dass sie sich mich gar nicht anders vorstellen konnte. In ihren Augen war ich eine echte Bäuerin. Und seit dem Bergdoktor passiert mir das ständig. Ich bin die Lisbeth Gruber. Manchmal werde ich lange beobachtet, bis der Groschen fällt und jemand sagt, jetzt hätte ich sie beinahe nicht erkannt. Den Satz müsste man erfinden, wenn es ihn nicht schon gäbe. Gerade so, als würden wir uns kennen. Und wer ist denn dieses Uns? Wer ist denn damit gemeint? Ist es die Rumpelhanni? Ist es die Gruberin? Die Gerti aus Zur Freiheit? Die Theresa aus Rosowski? Die Genevieve Bichler von Der ganz normale Wahnsinn? Und oft bin ich gerührt von der überschwänglichen Zuneigung, die mir entgegengebracht wird. Und das ist auch die Bestätigung für meine Darstellung. Kurioserweise habe ich vor einigen Jahren die Hauptrolle in einem Film gespielt, der die Gruberin heißt. Und genau genommen habe ich in rund 150 Filmen mitgewirkt, aber doch was bei den meisten hängen geblieben ist, der Bergdoktor und die Rumpelhanni. Und die vereinten sich an diesem Tag beim Einkaufen irgendwo zwischen Käse und Brot. Als wäre nichts dazwischen. Vielen Dank dir. Ich kann mir das so richtig lebhaft vorstellen, wie du da im Edeka stehst und dir denkst, eben war ich noch 40 Jahre jünger. Ja, das war wunderbar. Und vor allem, dass meine Stimme noch so jung geblieben ist, das ist natürlich ganz was Tolles. Ja, aber weißt du, Franziska, ich hatte das Glück, ich habe vor 2 Wochen in einem Kino bei uns in Fürstenfeldbruck im Landkreis aus meinem Buch lesen dürfen. Und dann wurde der zweite Teil der Rumpelhanni gezeigt. Kinoleinwand riesengroß und das ist natürlich für mich schon ein Erlebnis, wenn ich mich dann sehe, 40 Jahre früher, wie man dünn und jung war und alles und war, aber es ist trotzdem ein sehr bewegendes Gefühl, dass man, wenn man den Film anschaut, immer noch versteht, wie die Zeit damals gewesen ist und wie die Lena Christ dieses
tolle Buch geschrieben hat und wie der leider verstorbene Rainer Wolfhardt das verfilmt hat. Und es ist immer noch aktuell. Wirst du ein bisschen wehmütig, wenn du dich so von früher auf der Leinwand siehst? Ja, klar. Also ich meine, ehrlich gesagt, es gibt zwar viele meiner Kolleginnen, die immer behaupten und sagen, es wäre alles kein Problem, das mit den Falten und mit dem Alter. Und es ist halt so. Aber natürlich ist es ein Unterschied, weißt du, wenn du das so mit festhältst, also durch deinen Beruf, dass du ja immer siehst, wie du dich verwandelt hast, das ist natürlich auch das Tolle. Und da gibt es eben ein Festhalten und es gibt ein Sehen, wie es war. Und wenn es dann immer noch möglich ist, auch nach fast 50 Jahren diesen Beruf ausüben zu dürfen, dann überwiegt es natürlich und gleichzeitig schaut man sich in den Spiegel und denkt sich, ach, wäre es schon schön, wenn man noch ein paar Jahre jünger wäre. Aber Jammern nutzt ja nichts. Das stimmt. Und die Alternative zum Nicht-Älter-Werden, na, über die denken wir nicht nach. Ja, nein, denken wir nicht nach. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Du sagst ja über dich, und ich habe dich auch so anmoderiert, du bist Volksschauspielerin. Mhm. Was heißt das Wort für dich? Was verbindest du damit? Also Franziska, das ist einfach so. Ich habe immer wieder in meinem Leben, ja dadurch, dass ich in München auf der Schule war, das Bayerische wurde ja erstmal weggeschoben, was durfte man ja gar nicht haben. Ist ja klar, wenn du Shakespeare spielst, ich war dann am Nationaltheater Mannheim. Du musstest ja auch deine Sprache, du lernst es ja dann, das alles zu verändern. Und du darfst auch dadurch diese Rollen spielen, was ja wunderbar ist. Gleichzeitig war ich noch nie eine vergeistigte, sage ich mal, Schauspielerin. Ich habe auch immer Figuren gespielt, die sehr auf dem Boden standen, die sehr klare waren. Und ich habe immer gesagt, das Wort Volksschauspielerin wird oft so negativ benutzt, weil man das so abtut, dass man A, es in den Dialekt schiebt, dass man sagt, das sind halt Dialektrollen, egal ob Nord-Süd oder eben Heidi Kabel oder was weiß ich, oder Willi Milowitsch mit Kölsch oder so, oder Ernie Singerl. Aber das ist, finde ich, falsch, weil wir spielen ja für die Menschen, für das Volk. Und deswegen war das für mich nie eine Beleidigung, dass ich reduziert worden bin auf das Wort Volksschauspielerin. Und deswegen habe ich gesagt, also Leute, ich finde das wichtig und richtig. Und ich habe kein Problem damit, dass ich so betitelt werde. Sondern ich finde, mir ist es lieber das Wort Volksschauspielerin, wie zum Beispiel Darstellerin. Weil Darstellen ist wieder ganz was anderes, finde ich. Da habe ich das Gefühl, das ist nicht unser Beruf. Weißt du, man stellt was dar, aber was halt irgendwas. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich stehe zu diesem Begriff und habe auch gesagt, ich möchte mein Buch den verwendet haben, weil ich das richtig finde. Du sagst also, Monika, wenn ich dich richtig verstehe, dir ist der Begriff zu eindimensional. Genau, er ist mir eigentlich immer besetzt oder falsch besetzt auf Dialekte und dann wird es so abgetan, es ist so zweitrangig. Das finde ich schade, weil gerade auch die Dialekte finde ich ganz wichtig, weil das ist ja unser Bauchgefühl, das ist ja das, woraus wir spielen und da hat man auch so eine Ehrlichkeit, man darf ganz anders damit umgehen mit diesen Worten und wenn man eine Hochsprache spricht, muss man sich ja immer etwas verstellen, weil es ist ja eigentlich, wir alle bis auf Bremen oder Hannover, glaube ich, spricht das perfekteste Hochdeutsch, hat ja eigentlich jeder von uns kommt aus einer anderen Gegend, ob das Sachsen ist, Thüringen, Bayern, ja. Baden-Württemberg, Schwäbisch, Hessisch. Es ist ja, das weiß ich noch, vor ein paar Jahren war ich in Frankfurt am Flughafen, weil ich da eingeladen war, zu einer Talkrunde. Und dann sagte die Dame am dem Band zu mir, sagt, ja, die Rummelhanni ist bei uns in Frankfurt, ja, da schau her. Da habe ich mir gedacht, die hat mich nach 40 Jahren auch noch erkannt irgendwie. Und das ist dann in diesem Dialekt auch so toll. Und dann denke ich mir, jetzt mal, schau, wie schön das ist, wenn die Menschen aus ihrem Bauch heraus sprechen dürfen. Natürlich muss man auch was anderes machen. Aber trotzdem ist das für mich wichtig. Ich finde das ganz toll, dass man für das Volk, in Anführungsstrichen, für die Menschen spielt. Jetzt sagst du ja nicht nur Volksschauspieler oder Volksschauspielerin ist so ein bisschen herabsetzend häufig besetzt. Es gibt ja auch viele Filmkritiken, die durchaus verletzend geschrieben sein können. Mhm. Ist das was, was dich heute noch beschäftigt oder hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Also du meinst jetzt Filmkritiken oder so jetzt auf mich bezogen oder generell? Ja, Filmkritiken, die dir als Schauspielerin zum Beispiel sagen, das war zu derb, zu bayerisch, zu bäuerlich, ich weiß es nicht. Franziska, muss ich dich enttäuschen? Hatte ich nicht. Nein, ich habe sogar in Hamburg am Thalia-Theater ein Jahr gespielt und ich hatte immer Angst, dass irgendwann drinsteht in der Kritik, oh Gott, die Baumgartner aus München, die ist so bayerisch, die versteht kein Mensch.
Der war aber nie. Und ich hatte ja das Glück, in München in den 80er Jahren mit dem Franz Xaver Grötz zu arbeiten, mein wichtigster Theaterregisseur, der ja diese tolle Sprache, dieses Bayerischen, auch eine ganz andere Sprache hat ja. Und ich durfte mit ihm drei große Stücke erarbeiten und das war eigentlich am Theater mein größter Erfolg. Und das hat mich auch bestätigt, weil es so wichtig war, wie der Franz Xaver Grötz, der ja eigentlich wirklich ein anarchischer Mensch ist, der auch ganz andere Sachen macht, wie man sonst gewohnt ist. Wie gesagt, Setz die Sauerei ab, war das Titelblatt der Bildzeitung damals, als wir Bauernsterben gespielt haben. Und trotzdem haben wir alle Preise dafür bekommen und ich wurde zur Schauspielerin des Jahres von der TZ gewählt für diese Rolle. Und das ist dann auch so eine Bestätigung, wie wichtig das ist und wie viel man auch damit ausdrücken kann. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass irgendwo gestanden ist, die Baumgartner hat man nicht verstanden oder ich war zu bayerisch. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht. Gott sei Dank. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich eine Angst ist, wenn man irgendwo anders gastiert, eben nicht so im heimischen Sprachraum und dann sagt, bitte lass die jetzt nicht denken, ich kann es nicht. Nein, das ist immer, da gebe ich dir recht, das ist immer ganz schwierig. Und ich hatte das letzte Mal das Gefühl, das war zwar nicht mit der bayerischen Sprache, sondern es war vor 3 Jahren auch auf der Burg in Kufstein, da habe ich die Golde in Anna Tefka gespielt und gesungen mit lauter Damen und Herren von der Wiener Volksoper. Ich kann nicht singen, kann nicht mal Noten lesen, ich gehe nur übers Gehör und war umrahmt von lauter Menschen, die das konnten. Und ich habe zwischendurch gedacht, wenn da jetzt in der Kritik steht, die Baumgartner, die für diese Rolle viel zu alt ist und auch noch nicht singen kann, hat man denn niemand für diese Rolle bekommen, niemand anderen? Das war meine größte Angst, ehrlich gesagt. Und Gott sei Dank ist das auch nicht passiert. Und ich hatte das Glück, dass ich so viele tolle Kollegen um mich hatte, die mich unterstützt haben und mir geholfen haben, weil es ist nicht einfach, vor 2000 Leuten jeden Abend mit einem Headset und 40-Mann-Orchester etwas zu singen wie dieses Musical, weil wenn du den Ton nicht triffst oder verkehrt oder zu spät einsetzt, dann ist es zu Ende, dann geht nichts mehr. Aber auch das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe. Und wir hatten jeden Abend Standing Ovation und ich hatte keine bösen Kritiken. Ach, das freut mich sehr für dich. Ja. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gehört, du hast tolle Kollegen, tolle Regisseure, tolle Produzenten auch schon um dich gehabt. Gibt es sowas wie deine liebste Film- oder Theaterfamilie, zu der du immer gerne wieder zurückkommst? Also weißt du, dadurch, dass man ja so viel verschiedene Sachen macht und du bist ja eigentlich immer, bist du immer unterwegs. Du lernst ja permanent neue Kollegen und Kolleginnen kennen, du lernst permanent neue Regisseure, neues Team, neue Kameramänner oder Kamerafrauen. Und das ist ja auch das Interessante an unserem Beruf, dass wir ununterbrochen in Bewegung sind, dass wir auch ununterbrochen unsere Festplatte da oben immer wieder fordern. Das ist auch ganz gut, weil ich freue mich auch, dass ich mit 70 immer noch Angebote habe, dass ich noch spielen darf, dass ich auch beim Bergdoktor immer noch mit dabei bin. Und deswegen habe ich auch einen Beruf, wo man ungern in Rente geht. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in Rente, das ist klar. Aber ich freue mich, dass ich immer noch arbeiten darf, weil eben dieser Beruf so wunderbar ist. Und meine Liebste, also ich habe immer ganz tolle Kollegen gehabt und tolles Team. Oft arbeitet man ja mit den gleichen Leuten. Dann in Abständen von Jahren trifft man die in einem anderen Film wieder. Und wie gesagt, Bauernsterben war vom Theater her mein wichtigstes. Plus Volkstheater in München mit dem, siehst du, jetzt geht's schon los. Dass es mir nicht einfällt. Ich habe Lilium gemacht und das war ein wunderbarer Abend, auch da zu spielen. Und ich habe gleichzeitig mit dem Markus Bräutigam eine Serie gedreht, die Rosowski hieß. Da war ich so schön wie nie mehr wieder. Ich durfte so toll ausschauen. Ich war ja die verrückte Freundin eines Anwalts. Und es war einfach eine Sache, die mir so am Herzen lag, weil ich in diesen 6 Folgen ganz was anderes spielen durfte. Und ganz was anderes darstellen durfte und frech sein durfte. Kostüm hatten, die sehr sexy auch waren und ich sah toll aus mit einer Langhaarperücke und ich habe immer gedacht, nein, das ist so eine schöne Rolle gewesen und ich habe das jetzt vor kurzem mal wieder angeschaut und habe mir gedacht, wirklich so schön wie damals war ich nie mehr wieder. Aber das siehst du, das ist wie vorher im Gespräch angeschlossen, man freut sich, wenn man das dann noch hat, wenn man es anschauen kann und wenn man sagt, es gibt es von einem.
Absolut, aber falls ich das sagen darf, liebe Monika, du siehst immer noch wirklich toll aus. Danke, das war jetzt kein Fishing for Kompliment, sondern es ist halt so, klar, man muss damit lernen, man muss damit umgehen und umso schöner ist es, wenn man immer noch was spielen darf, wirklich, also was machen darf. Das ist wirklich ganz wichtig. Du hast gerade auch das Thema Theaterspielen angesprochen. Du bist ja auch Theaterregisseurin. Ist das für dich eine ganz andere Erfahrung, wenn du vor der Bühne stehst und sagst, so und so stelle ich mir das vor und das Bühnenbild bitte so und so und oder wenn du auf der Bühne stehst, wo ist da für dich der große Unterschied? Was ist das für eine verschiedene Erfahrung? Also, weißt du, Franziska, es war für mich eigentlich so, dass ich nach so vielen Jahren, also vor der Kamera oder auf der Bühne, mir manchmal gedacht habe, also ich könnte, glaube ich, auch was weitergeben oder ich könnte auch was vermitteln. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass meine erste große Inszenierung am Nationaltheater Mannheim war, da wo ich 5 Jahre von 72 bis 77 engagiert war. Und ich durfte an diesem, eine der größten Häuser Europas, Schauspielbühne mit 5 Drehgrenzen und 20 Mann Technik, ein tolles Stück inszenieren, Liebe in Madagaskar. Und das war schon eine tolle Herausforderung für mich, weil das macht einfach irrsinnig Spaß, wenn du das alles machen kannst. Und das hat auch super funktioniert, dass ich eben gemerkt habe und gelernt habe, dass ich eben Dinge vermitteln kann und dass man die dann zurückbekommt. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du mit jemandem nicht kannst, egal ob du oben stehst oder unten. Ich habe die bittere Erfahrung machen müssen, auch in anderen Stücken, dass jemand mit dir nicht kann. Dann musst du lernen, auszutauschen und sagen, das geht nicht. Es ist am Anfang nicht einfach, weil du versuchst ja immer zu überzeugen. Aber wie gesagt, ein Tropfen Tinte verfärbt ein Glas Wasser. Und die Zeit, die du brauchst und die Energie, die du aufwenden musst, um den oder diejenige zu überzeugen, dass es vielleicht nicht so schlecht ist, was du vorschlägst, ist immens. Und wenn du merkst, es geht nicht, muss man ganz klar definieren und sagen, pass auf. Einer von uns muss gehen, wir müssen uns trennen, weil sonst ist die Zeit vergeudet. Und da, das lernt man natürlich. Und ich habe tolle Erfahrungen gemacht, ich habe tolle Kritiken bekommen. Das Beste in Mannheim, was in diesem Jahr gelaufen ist, war in der Kritik von meinem Stück. Ich hatte in Telfs ein Stück inszeniert, wo das ganze Team, alle haben applaudiert, haben gesagt, das ist das beste Stück, was wir seit langem hatten. Ich hatte 5 Verrisse. Baumgartner 5 Sätzen hieß es, von 5 Frauen geschrieben. Also du siehst, die Erfahrung ist sehr unterschiedlich. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum, weil die Leute haben bei der Premiere getrampelt. Das ist ja eigentlich das beste Zeichen, was es gibt. Danach wurde ich verrissen. Und die Erfahrung ist natürlich schmerzhaft, ganz ehrlich. Und vor allem dann, wenn man es nicht versteht. Also wenn du was verstehst und wenn du sagst, passt auf, Leute, das ist mein Ding, ich will das so, das ist halt, ist meine Verantwortung. Aber wenn du das Gefühl hast, alle sind mit dir zufrieden, alle sagen, mein, das ist super und das ist toll und du kriegst dann so eine vor den Latz, dann verstehst du es nicht. Und ich werde es auch nie verstehen und ich werde es auch nie erfahren, an was es gelegen hat. Ist so. Aber Glaube das ich gehört dir. dazu im Leben. Ja. Ist so. Du, Monika, wir haben eine Frage. Verena Bamberg möchte von dir wissen, ob du auch eine kleine Begebenheit aus der Zeit bei Unsere schönsten Jahre mit Werner Kreindl im Buch erzählst. Ja, unsere schönsten Jahre ist natürlich auch eine tolle Begebenheit, weil der Werner Kreindl war ja auch ein wunderbarer Kollege. Und zu der damaligen Zeit war es aber so, dass der Elmar Wepper auch ein Kollege war und in den war ich von Anfang an unsterblich verliebt. Und meine erste Rolle 1977 fürs Fernsehen war der Millionenbauer. Da hat er meinen Bruder gespielt. Und von da ab war ich immer ein großer Fan und also wirklich ein ganz toller Kollege. Und der Werner Kreindl ist auch so ein herzlicher Kollege gewesen bei den Dreharbeiten. Und wir haben immer irrsinnig viel Spaß gehabt. Und genauso war es mit Walter Segelmeier oder mit diesen ganzen Kollegen, leider, die ja schon sehr viele verstorben sind, muss man ehrlicherweise sagen. Ist ja auch schon eine Zeit lang her, aber ich habe das alles nur in ganz, ganz toller Erinnerung. Und der Werner war auch immer irgendwie zwischendrin Anekdoten erzählt hat. Das machen ja oft die Schauspieler so, die Älteren, weil damals war ich ja auch noch viel jünger. Und die Arbeit war einfach von Anfang bis Ende war die super. Dein Leben wird ja oder wurde stark bestimmt von der Schauspielerei bis heute, nicht nur auf der Bühne stehen, sondern eben auch vor der Kamera sein. Aber du hast ja auch ein Privatleben. Würdest du sagen, dass du ein glückliches Leben hast?
Redest du von jetzt oder von meinem ganzen Leben Von rückwirkend? deinem ganzen Leben. Ja, natürlich. Schau mal, Franziska, ich hatte jeder von uns. Meine Oma hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Das stimmt einfach. Ich meine, jetzt in unserer Pandemiezeit ist es ganz besonders schwierig, das wissen wir sowieso alle. Aber jeder hat es auf und ab. Das ist ja auch der Titel von meinem Buch, Mein Leben zwischen Berg und Tal. Es ist ja nicht nur gemacht für die Lisbeth und für das Bergdoktor, sondern auch das im wirklichen Leben. Es geht ja, es stimmt ja, also es ist ja, geht auf und ab. Und eine Frage der Einstellung heißt auch die Einstellung zum Leben. Und die Ja. Einstellung beim Drehen ist ja auch jedes Mal eine Einstellung. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich ein großes Glück gehabt habe, in der Nachkriegszeit geboren zu sein. So geht es schon mal los, weil ich das von meiner Mama und von meinem Papa weiß, was die erlebt haben in den Kriegszeiten. Wir hatten immer das Glück, in einem Land zu leben, wo wir hatten keine Armut, wir hatten keine Hungersnot, wir hatten keine Bomben auf dem Kopf. Also das empfinde ich zum Beispiel als großes Glück meiner Generation, als Nachkriegsgeneration. Und wir müssen einfach mit diesen ganzen Dingen, die auf uns zukommen, umgehen und jeder versucht es halt so gut wie möglich. Aber ich habe das Glück, dass ich eine wunderbare Familie habe. Ich habe das Glück, dass ich eine ganz tolle Schwester habe. Meine Mama, da geht es im Moment leider nicht so gut. Sie ist natürlich auch 93 inzwischen, das ist klar. Man weiß irgendwann, wir sind alle endlich, das wissen wir alle. Auch wenn man es nicht unbedingt sich permanent vor Augen führt. Aber ich kann schon sagen, im Großen und Ganzen, dass ich Glück hatte in meinem Leben, auch wenn ich natürlich Beziehungen hatte mit meinem ersten Mann, der dann nach einem Jahr heiratet. Ich war 13 Jahre zusammen mit einer jüngeren, 20-jährigen Frau, 20 Jahre jüngeren Frau, dann weggegangen ist. Und das sind halt Dinge, die jeder von uns kennt, die verschiedenen Schwierigkeiten, die man im Leben so hat. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass ich, glaube ich, schon ein glücklicher Mensch bin und ein Glück habe, in dieser Zeit leben zu dürfen. In Alles eine Frage der Einstellung sprichst du ja auch sehr offen darüber, dass dich Schmerzen eine sehr lange Zeit begleitet haben. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie hast du es geschafft, so positiv zu bleiben bei diesem großen Schmerzthema und dem, was du da erlebt haben musst, auch bei den verschiedenen Therapiesuchen? Also ehrlich gesagt, Franziska, war das so, ich habe immer nie den Glauben und die Hoffnung aufgegeben, weil ich immer gesagt habe, ich habe was, das waren ja, ich habe nur zur Erklärung für das Publikum, die es nicht wissen, ich hatte von 18, also zu Beginn der Schauspielschule, bis 33, 15 Jahre meines Lebens, das heißt Schauspielschulzeit plus Mannheim plus Nationaltheater Mannheim plus Thalia Theater Hamburg plus Kammerspiele München. Also ich hatte in diesen schwierigen Zeiten, wo ich teilweise drei Hauptrollen am Tag gespielt habe, Tag und Nacht Schmerzen. Ich hatte einen Tumor in der Leiste von 5 cm, der damals noch nicht sichtbar wurde, weil es kein das MRT und CT gab es nicht. Ich war überall, bis in Amerika, in der Schweiz. Ich war bei Wunderheilern, ich war bei Schamanen, ich war überall. Ich sollte operiert werden und habe immer das Gefühl gehabt, die haben das nicht gefunden. Das ist ein mechanischer Schaden, der da drin ist und so war es, weil diese 5,5 cm Tumor sind gutartig, wusste ich immer, weil dann wäre ich nicht, hätte ich nicht so lange gelebt, dass das ein mechanisches Teil war und ich hatte immer das Gefühl, man muss mir das rausschneiden und dann hört der Schmerz auf. Und da habe ich nicht aufgehört, daran zu glauben, obwohl mir viele ausreden wollten, Zähne gezogen, Bauch aufgeschnitten, Hüft-OP sollte ich machen. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass es das ist. Und ich hatte Gott sei Dank recht behalten. Und nur das hat mir immer weitergeholfen und das Gefühl, mein Gott, die können auf den Mond fliegen. Aber sie können mir nicht sagen, warum ich diese Schmerzen habe. Und da habe ich nicht locker gelassen und hatte dann wirklich das Glück, dass das CT erfunden worden ist. Und dann konnte man diese Weichteile erkennen. Dann wurden die mir rausgenommen im Theater. Im Theater rechts der Isar. Ist gut, im Theater. Da habe ich gespielt, auch im Krankenhaus rechts der Isar. Und der Professor Theisinger hat mich operiert und hat gesagt, er hat sowas noch nie operiert und noch nie gesehen. Und vom Tag der OP, als diese 5,5 cm abgeschält wurden von meinem Femoralisnerv hier in der Leiste, waren meine Schmerzen weg. Und ich hatte halt vorher Tag und Nacht Schmerzen, weil das war ja immer da, weißt du? Ich habe teilweise 5, 6 Tabletten am Tag genommen. Und dann hat man gesagt, ich bin tablettensüchtig und was auch immer. Aber das war ja nicht so. Ich konnte einfach nur auf allen Vieren gehen, wenn der Schmerz da war. Und ich habe in der ganzen Zeit eine Vorstellung,
einmal am Nationaltheater der Mannheim absagen müssen, weil ich zu spät die Tabletten genommen habe und ich konnte einfach nicht mehr laufen. Dann musste jemand einspringen, die Vorstellung wurde geändert, aber sonst habe ich es immer irgendwie geschafft. Ich frage mich im Nachhinein auch ehrlich gesagt, wie ich das gemacht habe und wie mein Körper das alles ja, verarbeitet hat, weil ich ja doch 15 Jahre meines Lebens schwerste Tabletten in mich hineingeworfen habe. Aber Gott sei Dank muss ich gar nichts mehr nehmen. Ja, ich glaube, wenn man diese Geschichte teilt oder eben auch liest, dass es dann ganz vielen Menschen Hoffnung geben kann, dass es eben doch eine Therapie gibt und einen Arzt, der einem sagen kann, was hat man denn jetzt? Genau. Und das gebe ich immer. Ich wurde in verschiedenen Schmerzkliniken wurde ich eingeladen, weil man das auch gehört hat und so weiter. Ich habe schon Vorlesungen oder Vorträge gegeben. Und man hat mich dazu gefragt und ich kann halt nur von meiner Geschichte erzählen und ich kann aus meiner Geschichte heraus Ratschläge in Anführungsstrichen geben und kann immer nur sagen, Leute, hört nicht auf. Geht einfach nochmal woanders hin und hört auf euch. Und das habe ich auch mit Ärzten schon besprochen oder auch mit Bekannten, die mir gesagt haben, ja, wie ging das dann für dich? Und habe ich gesagt, du, ich habe manchmal zu dem Arzt gesagt, bitte hören Sie mir zu. Und das ist meine Bitte auch, dass ich das Gefühl habe, dass oft nicht zugehört wird, weil man natürlich gar keine Zeit hat. Weißt du, in der heutigen Zeit, wo die Ärzte oft, ja, Wartezimmer ist voll und wenn du nicht in das Schema XY passt, wo man irgendwelche Schmerzen oder irgendwelche Sachen abhaken kann und sagt, okay, wenn das das ist, dann ist es das oder das ist das. Wenn du da nicht reinpasst, fällst du durchs Raster und dann geht nichts mehr weiter. Und dann kommst du nach Hause, wirst wieder weggeschickt und hast wieder keine Lösung gefunden und hast nach wie vor diese Schmerzen und denkst dir immer, wieso findet es denn niemand? Und deswegen bitte ich, oder habe ich immer wieder den Menschen gesagt, bitte hört nicht auf. Dann geht zum Nächsten, geht woanders hin und hört auf euch, weil ihr könnt als Patient am ehesten dem Menschen oder dem Arzt sagen, wo ihr glaubt, dass eure Schmerzen herkommen. Bin ich nach wie vor davon überzeugt. Weil ich kenne ja meinen Körper, ich weiß, und ich habe das immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ich hier in der Leiste ist das Hauptding. Ich hatte natürlich Schmerzen bis nach hinten, aber klar, der femoralis Nerv, der geht hinten bei L5, S1 mit dem Ischias raus und geht bis in den großen Zeh. Und ich habe mir dann Medizinbücher gekauft und habe den Ärzten gesagt, wo ich denke, wo mein Schmerz ist und wo der sitzt. Und das hat genau gestimmt. Das wollen die natürlich nicht hören, weil ich will ja nicht, dass Patient als Siebengescheiter kommen. Aber das habe ich auch erlebt. Aber ich habe auch Ärzte erlebt, die mir dann zugehört haben und gesagt, ja, so sehe ich das auch. Da haben sie recht. Konnten mir aber trotzdem nicht helfen. Aber gut, ich habe es überstanden und ich kann nur jedem wieder sagen, nicht aufgeben, weitersuchen. Mein Rat an alle. Du hast vorhin gesagt, du hast den Glauben nicht verloren. Würdest du über dich sagen, dass du ein gläubiger Mensch bist? Ja, würde ich schon sagen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich glaube auch, ich rede auch oft da mit ihm da oben und ich glaube, dass es etwas gibt, so wie es auch diese Welt gibt, wie es diese Kugel gibt, die sich dreht und wo durch die Schwerkraft nichts runterfällt. Ist auch, wenn man sich das überlegt, wie das immer funktioniert, wenn man aus dem All diese Erdkugel sieht, dann denkst du dir, das ist ein rundes Teil und es fällt gar nichts runter. Wie gibt es das? Und ich glaube auch, dass der Mensch im Grunde eigentlich eine, ja, wie soll ich sagen, eine gute Erfindung von Gott ist oder so. Also er hat halt im Unterschied zu den Tieren ganz andere Möglichkeiten und ich würde mir wünschen, manchmal er benutzt sie auch gut, der Mensch, aber er benutzt sie auch leider für Sachen, die nicht so gut sind. Und trotzdem möchte ich die Hoffnung eben auch nicht aufgeben, dass man auch was findet, wo die Menschen die Möglichkeiten haben, weiter auf dieser Erde leben zu können, ohne dass alles kaputt geht. Das hoffe ich nach wie vor. Beim Thema Glauben beschreibst du in deinem Buch auch eine sehr wichtige Begegnung für dich, die mit dem Papst. Magst du Ja, uns die mal erzählen und vorlesen? ja, haben wir denn noch so viel Zeit? Ich weiß gar Ja, nicht. klar. Ja, Ich klar. gucke auf die Uhr. Ich versichere dir, wir haben Zeit. Du guckst auf die Uhr, wir haben Zeit. Okay, alles klar. Also, ich hatte das Glück eben, dass ich da ich eine 60erin, von den 60ern bin, durfte mit dem Papst ziehen. Das war für mich etwas sehr Beglückendes. Und deswegen ist ein Kapitel in meinem Buch auch Papst gesehen. Ja, ich bin eine 60erin. In Bayern wird man schon früh vor die Wahl gestellt, Rot oder Blau, FC Bayern München oder TSV 1860 München.
Die Zugehörigkeit wird häufig von einer Generation an die nächste vererbt und so war es auch bei mir. Einmal 60er, immer 60er. Mein Vater, mein Bruder Josef gingen häufig zu den Blauen ins Grünwalder Stadion. Als ich kleiner war, blieb ich derweil bei meiner Tante Gretel, die in der Nähe am Walchenseeplatz gewohnt hat. Auch dort hörte man den Applaus, das Raunen und das Torbrüllen noch, was mich sehr faszinierte. Und dann war ich endlich groß genug, um mit ins Stadion zu dürfen. War das nicht fast schon wie Erwachsensein? Vor vielen Jahren lernte ich die Familie Schnell kennen. Die Fanbeauftragten der 60er. Wir waren uns gleich grün, ich meine beziehungsweise blau, und ich erfuhr, dass sogar der Papst um Hilfe für die 60er gebeten wurde. Nun, den haben sie in den letzten Jahren auch bitter nötig. 2014 wurde ich gefragt, ob ich mitfahren wollte zur Papstaudienz. Was? Zum Papst, wiederholte ich perplex. So eine Einladung hatte ich noch nie erhalten. Und noch dazu in so einer wichtigen Angelegenheit. Ich war ganz aus dem Häuschen und stand dann 2015 in der ersten Reihe bei der Papstallianz. Seit Franziskus im Amt ist, verfolge ich seinen Weg und noch nie war ich von einem Papst so begeistert und einverstanden. Dieser Papst kommt endlich einmal von den Armen. Er kennt das Elend aus eigener Erfahrung. Und das, finde ich, strahlte auch aus. Bescheiden und authentisch. Natürlich wollte ich nicht mit leeren Händen vor ihm stehen und beschloss, ihm die Heilige Nacht von Ludwig Thoma zu überreichen. Selbstverständlich mit einem Logo der 60er versehen, wenngleich er damit vermutlich weniger anzufangen wusste als sein bayerischer Vorgänger Josef Ratzinger. Während ich in der ersten Reihe auf das Erscheinen des Papstes wartete, fiel mir auf, dass die Kardinäle mit ihren pinkfarbenen Häubchen fast alle auf ihre Smartphones starrten und eifrig tippten. Ich hielt es für ein gutes Zeichen, dass doch ein wenig Modernität in den Vatikan einzieht. Ich selbst hätte keinen Blick auf mein Smartphone geworfen, so gebannt war ich, als der Papst erschien. Langsam schritt er die Reihe ab, drückte Hände, wechselte Worte und dann stand er vor mir. Ich sprach ihn auf Spanisch an, ich habe mir da ein paar Sätze Spanisch mit jemand schreiben lassen und sagte ihm, welch große Ehre es für mich sei, heute hier sein zu dürfen und dass er doch bitte so weitermachen und gesund bleiben sollte. Es un gran honor para mí hablar con usted. Also ich habe das dann alles so in Spanisch gesagt. Er wandte sich mir ganz zu, als wären wir alleine, als wären nicht tausende von Menschen um uns. Nach 2-3 Minuten verabschiedete er sich herzlich von mir. Noch lange spürte ich den Abdruck seiner warmen Hand auf meinem Unterarm. Und dabei gestehe ich, gehe gar nicht so oft zur Messe. Kirchen besuche ich jedoch häufig, vor allem, wenn ich in fremden Städten bin. Oft sind es Orte der Ruhe und sobald ich sie betrete, bin ich in einer ganz anderen Welt. Dass man nur das Portal einer Kirche zu öffnen braucht, um in die Stille einzutreten, das hat mich immer schon fasziniert. Als Kinder wurden wir im Religionsunterricht angehalten, sonntags zur Kirche zu gehen. Auch meine Mutter befürwortete das. Aber sie selbst blieb jedoch zu Hause, weil wir und was wir Kinder ihr auch vorhielten. Ja, Moment einmal. Gehe ich recht in der Annahme, fragte meine Mutter, seltsam förmlich, dass ihr hungrig seid, wenn ihr von der Kirche nach Hause kommt? Wir nickten. Und wer bitteschön soll dann etwas gekocht haben, wenn ich mit euch und dem Papa in die Kirche gehe? Das sahen wir ein. Und wir beschlossen, dass die schulische Aufforderung nicht für unsere Mutter galt. Außerdem wetzte unsere Familie das wieder aus, weil wir am Karfreitag Jahr für Jahr in ganz viele Kirchen gingen. Mit unserem Vater besuchten wir nacheinander die Frauenkirche, die Theatinerkirche, die Asamkirche, die Peterskirche und die Heiliggeistkirche am Viktualienmarkt. Und wenn wir dann heimkamen, empfing uns der herrliche Duft von den Dampfnudeln aus Mamas Küche. Ich habe es am Anfang gesagt, Glaube, Liebe und Hoffnung, darüber werden wir heute sprechen. Aha. Was sagst du, was brauchen wir gerade in dieser Zeit, in der Pandemiezeit am meisten? Also ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen alles drei oder noch ganz viel mehr. Weil was sich im Moment abspielt in unserem Land, wo sich die Spaltung so auftut und wo es viele Menschen gibt, die einverstanden sind, die sich impfen lassen und viele Menschen gibt, die das ablehnen, die sich nicht impfen lassen und die das auch nicht wollen. Und dadurch diese Situation sich wieder
ergeben hat, wie wir sie jetzt haben, also ein Jahr später. Wir hatten ja jetzt ein Jahr, an Weihnachten war ja alles, war Lockdown, und jetzt haben wir, da hatten wir keinen Impfstoff, jetzt ist der Impfstoff da. Und jetzt geht es wieder los, dass man einfach alles schließen muss. Und das sind halt Dinge, wo ich verstehe auch, wenn Menschen sich nicht impfen lassen wollen, aus verschiedenen Gründen. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn ich dann das ablehne, dann muss ich auch die Konsequenzen auch draus ziehen und kann nicht sagen, ihr, die Geimpften, seid schuld. Das verstehe ich einfach nicht, sondern man muss da einfach versuchen, einen Konsens zu finden. Und wie es sein wird, wird wie in anderen Ländern auch, weil sich die Menschen eben nicht freiwillig dazu sich nicht impfen lassen wollen, aus verschiedenen Gründen, dass man jetzt eine Impfpflicht einführt, was eigentlich sehr schade ist, weil ich auch gehofft habe, dass viele Menschen das anders sehen. Und wie das jetzt weitergeht, das weiß kein Mensch. Und dass natürlich jetzt auch alles wieder runtergefahren wird, und an zu Weihnachten wahrscheinlich wieder, was wir nicht hoffen, ein Lockdown finden könnte, finde ich sehr traurig. Und ich hoffe aber trotzdem, dass es irgendwie weitergeht und dass die Leute anders darüber nachdenken und dass wir eine Möglichkeit haben, aus dieser Pandemie rauszukommen, weil 5,5 Millionen Menschen weltweit sind gestorben und über 100.000 bei uns. Ich meine, das sind ja Zahlen, die kann man nicht von der Hand weisen. Und die hoffe ich einfach, dass die Menschen vernünftig werden und es einsehen, dass man nur gemeinsam aus so einer Pandemie rauskommt. Was waren denn für dich persönlich so die Einschnitte, wo du gemerkt hast, das tut mir jetzt weh, gerade in dieser Zeit? Also ehrlich gesagt, war das Schlimmste für mich eigentlich letztes Weihnachten, oder auch das letzte Jahr, weil meine Mama war damals noch im betreuten Wohnen. Meine Schwester und ich haben uns immer abgewechselt, wöchentlich mit Besuchen, mit Einkaufen, Putzen, Kochen. Die kochen nicht schon mal das Essen bringen, die Wäsche waschen und so weiter. Und sie hatte aber viele Freundinnen in dem Haus. Das heißt, meine Mama sitzt im Rollstuhl. Das heißt, die Leute konnten kommen. Und es war immer was los. Und als das dann losging, dass man keine Kontakte mehr haben durfte, da es ja auch noch keinen Impfstoff gab und es alles abgebrochen wurde und die Menschen alleine in ihren Wohnungen saßen, dass ich also wirklich mit am eigenen Leib erlebt habe durch unsere Mama, da warst du, dass nicht einmal mehr die Dame, die das Wohnung sauber gemacht hat, kommen durfte. Also das heißt, es durfte niemand kommen. Nur der Pflegedienst und sonst niemand. Auch ich durfte nicht kommen. Oder wir haben halt mit FFP2-Masken, aber ich musste ja meine Mutter versorgen. Und mir, nicht nur mir, sondern vielen Menschen ging es bestimmt ebenso. Und das fand ich mit das Traurigste. Plus dann an Weihnachten, wo niemand jemanden besuchen durfte, wo man sich nicht sehen durfte. Wir hatten sonst immer ein großes Weihnachtsfest, auch mit meiner Mama. Bei den Enkeln, bei den Urenkeln, da war immer, das war ganz klar, seit ihr, immer war das schon. Und das war das erste Mal nicht mehr. Und die Einsamkeit, die da stattgefunden hat, die fand ich ganz furchtbar. Also das Das heißt, glaube ich. als meine Mama, meine Schwester und ich allein letztes Jahr bei ihr waren, um mit ihr gemeinsam Weihnachten zu verbringen, das war so traurig und entschuldige, das macht mich gleich, wenn ich dran denke, macht es mich traurig und es macht mich auch so wütend, weil wir können das dieses Jahr anders haben. Wenn mehr Menschen geimpft werden und wenn dann alles offen gewesen, dann hätte man das nicht mehr so einschränken müssen. Und dass es jetzt wieder so kommt, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht gedacht. Ehrlich gesagt, hätte ich mir nicht gedacht. Das glaube ich dir. Ja. Es tut mir wahnsinnig leid. Das war, finde ich, ich fand das traurig, weil das ist halt für alle alten Menschen. Und ganz schlimm war es natürlich für Menschen auch, die in Einrichtungen waren, wo man keine Besuche, hat man ja alles gesehen in den Medien, wo die Besuche nicht erlaubt, wo niemand war, wo die ganz allein in ihren Zimmern gesessen sind und wo man dann irgendwann mal mit Glaswänden versucht hatte, dass man einen Kontakt bekommt. Also das fand ich mit für die alten Menschen das Allerschlimmste, weil klar, ich merke auch, ich werde ja auch jeden Tag älter. Du hast dann das Gefühl, wie geht's dir? Was passiert mit dir mal? Wie ist es? Und man versucht ja, das zu verstehen. Und das war für mich das Traurigste an der ganzen Sache. Und Das was war bei glaube ich dir dann dir. Weihnachten? Keine Ahnung. Ahnung. Ich befürchte, es wird wieder so traurig werden, ehrlich gesagt. Ach komm, lass uns über was Schöneres reden. Genau. Wenn du so ins nächste Jahr guckst, Ja. welche Projekte hast du so auf deiner Liste? Worauf können wir uns vielleicht bei dir freuen? Also, pass auf, wir sind ja, ich komme ja gerade vom Drehen, ich bin jetzt fertig geworden mit der 15. Staffel Bergdoktor und wir sind ja da nach wie vor sehr erfolgreich. Und es wird auch nächstes Jahr weitergehen. Wir werden kein Winterspecial drehen, dafür
eine Folge mehr, statt 7, 8 Folgen. Das heißt, wir fangen im Mai an, wieder zu drehen. Und davor, weißt du, das Problem ist im Moment, ich habe 2 Bücher von den Produktionen und keiner weiß, was wird. Das heißt, jeder sagt, wir haben vor, das nächstes Jahr zu machen, ja. Wir wissen es aber noch nicht. Und ich kann natürlich erst darüber reden, wenn was aktuell ist. Aber ja. Es sind 2 sehr schöne unterschiedliche Rollen und ich würde mich auch freuen, wenn es funktionieren würde, aber im Moment ist alles offen. Und das Einzige, worauf ich mich auch sehr freue oder was ich dann gedacht habe, ich hoffe, dass man trotz allem dann doch reisen darf, dass ich im Frühjahr, habe ich mir fest vorgenommen, mit meinem jetzigen Lebensgefährten, dass wir etwas unternehmen, dass wir wohin fahren, das hoffe ich sehr und dass man einfach auch die Zeit mehr für sich nutzen kann und dass man füreinander da ist. Ich meine, das war jetzt sowieso in der Pandemiezeit, weißt du, war es ja auch so. Ich war ja dadurch, dass wir hatten ja das Glück, drehen zu dürfen. Ich habe auch das letzte Jahr gedreht, im Gegensatz zu vielen Kollegen, die beim Theater sind oder Kleinkunst oder so. Wie jetzt meine Lesungen an Weihnachten sind, letztes Jahr 12 Lesungen hätte ich gehabt im Dezember, alle weg. Eine einzige Streaming-Geschichte. Dieses Jahr wären 7 gewesen, alle weg, alle wieder verschoben auf 22. Zweite Jahr jetzt keine Lesungen und es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt und da kommen ein paar hundert Leute, um einen zuzuhören. Das ist einfach wunderbar. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr endlich wieder stattfinden kann. Und ja, ich hoffe, dass einfach die Zeiten sich dementsprechend ändern, dass wir wieder mehr Freiheiten haben, dass wir wieder mehr machen können und dass die Menschen auch nicht mehr so genervt und gestresst sind, weil du merkst, jeder ist grantig, jeder ist böse, jeder ist, jeder sagt, was ist denn jetzt schon wieder? Und man hat jetzt das zweite Jahr, wo das so ist und da hoffe ich wirklich auf nächstes Jahr, dass sich da vieles, vieles ändert. Und dass man wieder nach außen kann und dass man auch wieder seine Freunde besuchen kann. Gut, muss ganz ehrlich gestehen, meine Bekannten und Freunde sind zum großen Teil schon alle 3-mal geimpft. Und trotzdem ist es ganz komisch. Man hat gar keine Lust, sich im Moment zu treffen. Jeder bleibt zurück, jeder bleibt bei sich. Man telefoniert und man ist auch gar nicht, ich merke das auch selber an mir. Ich habe gar keine Lust, irgendwo hinzugehen. Und ich würde auch verstehen, wenn ich jetzt heute in eine Lesung oder ein Theater gehe, wo man mit Mundschutz sitzen muss. Die eine Seite ist, dass man sagt, super, freue ich mich, dass ich wohin kann. Gleichzeitig ist es aber so behaftet mit diesem ganzen Eingeschränktsein, dass man eigentlich am liebsten dann, so geht es mir im Moment, zu Hause bleibt. Und hofft, dass es irgendwann vorbeigeht. Aber was wir immer machen können, ist erlesen. Ja, und du hast uns, wie jede Autorin und jeder Autor bei uns, auch 3 Buchtipps mitgebracht. Ja, Dinge, die du selber gelesen hast und die du begeistert empfehlen möchtest. Und jetzt bitte ich um deine Buchtipps. Naja, es sind schwierige. Ich habe ganz verschiedene Sachen, Franziska. Ich habe einmal, da ich ja doch auch ein Mensch bin, der sich viel interessiert für die Politik und mir die ganzen Sachen anschaue. Ich habe von dem Robin Alexander den Bestseller Machtverfall. Ich finde, Robin Alexander ist ja ganz oft in den Medien und er ist für mich einer, der, den ich am ehesten verstehe und nachvollziehen kann, was er sagt. Und was mich da fasziniert hat, ist diese ganze Ära Merkel, natürlich, wie das ist. Was ist, das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise als Laie. Und was mich eigentlich da am meisten wirklich fasziniert oder irritiert hat, war, das hatte ich vollkommen, das hatte ich gar nicht glauben können, dass die Angela Merkel, ja, kurz bevor das alles ausgebrochen ist, diese Pandemie, die war also im September 2019, war sie in Wuhan. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Also die war kurz, da war das noch nicht offiziell, das war alles. Und diese Vorstellung, dass die da überall ganz nah dran war und dass er das irgendwie so beschrieben hat, ja, da kriegt man gleich Gänsehaut, finde ich. Und ich finde aber trotzdem, dass die Angela Merkel eine Frau ist und war, auch in ihrer Kanzlerzeit, man kann viel über sie sagen, aber sie war immer jemand, die versucht hat, glaube ich, eine klare Sache zu machen. Und sie hat eine Standhaftigkeit gehabt und sie war, glaube ich, in der ganzen Welt überall angesehen. Auch wenn Herr Trump ihr die Hand nicht gegeben hat und Herr Erdogan sie nicht da bei sich sitzen hat lassen, so wie auch die Frau von der Leyen, das ist jetzt wieder was anderes. Aber man ist nicht um sie herumgekommen. Man ist nicht an ihr vorbeigekommen und das rechne ich ihr hoch an. Und das zweite Buch ist das vom Ranga Yogeshwar.
den ich auch lustig finde, diese nächste Ausfahrt Zukunft, wenn man einfach so Geschichten im Wandel der Zeit liest, dass man einfach auch, der ja auch ganz nahe an den Menschen ist und wie er so beschreibt, auch wie die Menschen mit Handys umgehen, mit der Leichtfertigkeit dieser ganzen Siri, mit dem allen. Ich bin weder da noch da dabei, weil ich einfach, ich bin ein Dinosaurier, habe ich das Gefühl. Und ich will mit diesen Medien, ich bin toll, dass es die gibt. Ich finde toll, dass man überall alles nachschauen kann. Ich finde es auch toll, dass es alles machbar ist. Aber ich will mich da nicht so abhängig machen, weil ich merke, dass in meinem Freundeskreis oder auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen ist es ja doch sehr wichtig, da dabei zu sein. Sehr intensiv da mitzuarbeiten. Und wenn man dann so auch liest, was das so bedeutet, wenn man da die Erlaubnis gibt, dass dein Handy sozusagen mit eingeschalten ist, dass man mithören darf, dass du deine ganze, wo es immer heißt, Datenschutz und bla bla bla, und jeder gibt aber alles preis, das finde ich ein Wahnsinn. Also diese Kombination finde ich total interessant in seinem Buch. Und das Dritte, was ich auch immer wieder drin lese, ist von der Michaela Seul, das ist die, mit mir das Buch geschrieben hat, gemeinsam. Und die hat viele Bücher geschrieben, unter anderem Lieber spät als nie, wenn Mütter flügge werden, hat natürlich auch mit der Situation mit meiner Mama zu tun. Und sie beschreibt einfach von außen oder aus einer späteren Zeit rückwirkend, wie Dinge, die bei ihr in der Familie mit ihrer Mama und ihrem Papa passiert sind, wer wen führt, wer wen leitet, was für Druck ausgesendet wird, damit der andere das dann so macht, wie man es selber haben will. Und wie sie das schreibt, beschreibt und mit sehr viel Witz und Ironie. Und dass man das einfach, das macht dann einfach Spaß. Und wenn man aus der ganzen Misere irgendwie rauskommen will und mal nicht Politik und nicht Corona will, dann macht es großen Spaß, in diesem Buch von ihr zu lesen. Vielen Dank dir, liebe Monika. Das war ein echt spannender Einblick in dein Bücherregal. Ich sage auch danke. Und ich würde jetzt gerne noch ein kleines bisschen mit dir über Weihnachten reden. Okay. Und zwar über das Thema Weihnachtsrituale und Weihnachtsessen. Ja. Was gibt's bei dir an Heiligabend? Also, weißt du, als Kind, die Kindheitserinnerungen waren natürlich immer ganz anders. Da gab es früher, als wir 50er Jahre klein waren, da war schon eine Orange oder eine Mandarine unterm Weihnachtsbaum, der Duft von Nadeln, vom Tannennadel plus Mandarinen oder Orangenschalen. Das hat mich als Kind immer fasziniert. Erinnert mich heute noch, wenn ich eine Orange aufmache, an Weihnachten, weil es war bei uns was Besonderes. Dann gab es natürlich auch bei uns heute Würstel oder mit Kartoffelgurkensalat, aber es war nie so was Opulentes, sondern es war was Einfaches. Und je älter man geworden ist und mehr die Familie, dann hat man natürlich dann anders Zusammentreffen gehabt und man hat dann gekocht oder Fondue gemacht. Und es ist so, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt die letzten Weihnachten, wo man ja alleine sein musste, habe ich dann mit meinem Lebensgefährten einfach am Heiligen Abend, ich mache jedes Jahr einen Christbaum, das ist ganz wichtig, ich stelle Krippel auf, das ist also wichtig, das halt, habe ich mir also beibehalten, weil ich finde, es gehört auch dazu. Und wenn ich daheim bin, würde ich das, mache ich das auch gerne. Und dann machen wir einfach ein Fondue. Und wenn wir dann allein sind, weil wir niemanden treffen dürfen, dann sitzen wir halt am Abend da, hören schöne Musik und essen schöne Salate und machen ein Fondue. Und das ist so ein Ritual, das ich wahrscheinlich heuer auch wieder machen werde. Sehr schön. Du, ich habe dich ja gebeten, uns noch deine liebste Weihnachtsgeschichte mitzubringen. Magst du uns die noch zum Abschluss vorlesen? Genau, die lese ich zum Abschluss noch vor. Die ist ganz einfach. Vier Kerzen brannten am Adventkranz. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum. Die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe, aber ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite, die sehen nur sich selbst und nicht die anderen.
Mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht erloschen. Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte, aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es zu weinen an. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort und sie sagte, hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Holz nahm das Kind von dieser Kerze Licht und zündete die anderen Lichter wieder an. Die Flamme der Hoffnung sollte niemals in deinem Leben erlöschen. Und jeder von uns sollte die Flammen des Friedens, des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung in sich tragen und aufrechterhalten. Weihnachten 2021 ist doch ganz einfach, oder? Oh, das war ein wunderschöner Abschluss. Ja, liebe Monika, es war mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir über Glaube, Liebe und Hoffnung zu sprechen und über Schauspielerei ganz am Rande. Vielen Dank dir. Ich hoffe, ganz viele haben zugesehen und sagen jetzt, alles eine Frage der Einstellung kann ein Vorbild für sie sein, so wie du. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ich wünsche allen Zuhörern und Menschen auf der Welt ein wunderbares Weihnachtsfest und dass die Hoffnung nicht aufgegeben wird, dass es sich bald ändert und dass es wieder einfach für uns alle leichter wird. Dem schließe ich mich an und erzähle Ihnen noch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie es hier weitergeht bei Weltweg. In 2 Wochen machen wir genauso stolz, weiblich und kämpferisch weiter. Silvia Stolzenburg ist hier zu Gast mit Die Tochter der verbotenen Künste und das Teufelskomplott. Wir begeben uns ins Mittelalter mit einer ganz starken Frauenfigur und vielen Intrigen im schwäbischen Raum. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und bleiben Sie uns gewogen. Thank you.